Hallo und herzlich willkommen zu Russian Fishing hier bei Densen. Und zwar bin ich mal wieder im Karpfenparadies unterwegs. Diesmal an den Koordinaten 51, 63 auf der Karte zu finden an der Stelle hier. Ihr kennt den Spot unter den folgenden Koordinaten 55, 63. Ihr werft hier übers Schilf hinweg. Da das hier schlecht mit Pose geht, stehe ich hier auf der Seite und befische das von hier. Warum das Video? Ich habe ich sag mal 2,5 Stunden jetzt hier geangelt und habe eigentlich ganz gute Fische hier im Kescher, und zwar einmal den Lederkarpfen und den Schuppenkarpfen als Trophy, also 2 Trophys in 2,5 Stunden. Ist ganz in Ordnung. Ja, so sieht es aus. 24 Meter Clips, dann 2,4 Meter tief, und der Fisch beißt in dem Bereich, wo die Rutenspitze ist, von dort bis hier vorne. Man sollte natürlich immer die Posen auf einer Stelle liegen, oder besser gesagt reinwerfen, nicht liegen haben, sondern stehen haben. Warum? Wegen dem Anfüttern. Dazu kommen wir gleich, wegen dem Futter. Zeige euch erstmal das Equip, was ich hier nutze. Beluga Wenger, 36 Kilo Monoschnur und 2-0er Haken habe ich hier. Erdbeere und saftige Mango 20 als Köder. Das war die erste Route. Die zweite Route schaut wie folgt aus: Beluga Wenger 10.000 und hast du gesehen, 2,0er Haken, saftige Mango und Schokolade 18 als Köder. Ich mache hier jetzt, nehme ich auch Schicht, das reicht für heute. So, das war die zweite, und die dritte Route ist fast genauso wie die anderen beiden. Ich meine, ich habe hier aber ein 3-0er Haken, genau, den Gele Loop 3-0er habe ich hier, Schokolade und Mango dran als Köder. So, das waren die beiden oder die drei Routen. Ganz wichtig, hier komplett ans Wasser gehen und reinwerfen. Auf zu, damit die Pose da hinten stehen bleibt. Und ja, man kann jetzt ein bisschen die Tiefe verändern. Könnte jetzt noch 5 cm hochgehen. Aber ich sag mal, wenn der Köder auf Grund liegt, stört mich das nicht wirklich. Da der Karpfen das eh besser mag oder auch nicht. Wenn man den jetzt hier ein bisschen hoch geht und ein bisschen zu weit links ist, also wenn man jetzt weiter nach links werfen würde, was er nicht tut. Okay, er will es nicht. So, weiter links ist. So, jetzt hoffe ich, er wirft dahin. Jawohl. So, jetzt bin ich weiter links. Da habe ich nämlich die Grube. So, jetzt bin ich knapp über den Grund. Wenn ich jetzt dort einstelle, dass ich ein bisschen höher bin, dann bin ich hier wieder einfach nur zu hoch. Deswegen würde ich es nicht machen. Da liegt er halt auf dem Grund. Hier ist er knapp über dem Grund. Mit der 2,40 Meter Tiefe seid ihr hier ganz gut bedient. Okay, so, das war das. Dann kommen wir zum Futter, was ich hier jetzt genommen habe. Und zwar folgende Futtermischung: Leimsamen, Pellets, Mais, Biskuit, Aprikose habe ich hier als Futter drinne. Ja, so sieht's aus. Wieder, ja, 24 Meter und natürlich direkt an den Posen einen Futterteppich machen, der im Umkreis von 5 Metern wirkt. Okay, das war's zum Spot. Jetzt schauen wir nochmal, was ich denn hier jetzt über pro Stunde so gemacht habe.
Und dann, ja, mache ich Feierabend und ihr kriegt die Brills noch zu sehen. Leider ganz ärgerlich, dieser Lederkarpfen hier, der hat kurz vor dem hier gebissen. 29 Kilo, also eigentlich ein Doppeltrophy. Leider, leider ein bisschen zu wenig gehabt. Ich habe den auch recht schnell rausgekriegt, den 29 Kilo. Hab mich selbst gewundert. Aber das ging recht fix. Und ja, mal gucken. 2,5 Stunden waren es jetzt, ohne das Quatschen. Ach, und was ich noch vergessen habe. Die Trophys, die beißen nur nachts. Wirklich. Und die Bissfrequenz geht auch nur nachts hoch. Tagsüber ist gar nichts. Tot, kann man sagen. Man fängt was, ist aber so wenig, dass, naja, ist nicht viel. Sagen wir es mal so. So, nach Gewicht sortieren wollen wir einmal. Zack. Und da sind die drei schönen Fische. Zwei Trophys. Und der eine, der leider hier ganz knapp unter Trophy ist. So, und zwar habe ich hier 920 Silber in 2,5 Stunden, was ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist für Karpfenparadies. Ohne die Trophys würde ich auf 500 Silber kommen und das ist immer noch okay. Bin so pro Stunde auf 200, ja, lass es 200 Silber sein. Mit den beiden Trophys ist es natürlich um einiges besser und ja, so sieht's aus. So sieht es aus. Auf jeden Fall nice, nice. Der Spot ist einigermaßen okay, läuft und ja, so schaut's aus. Probiert's aus. Vielleicht klappt's bei euch genauso gut. Ja. Viel Spaß bei den Drills und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.